Hallo Abenteurer, ja, was gibt es Schöneres, als sich am Abend nach einer tollen Tour oder nach einer grandiosen Wanderung den Staub und den Schweiß des Tages vom Körper runterzuspülen und sich einfach in seinem Körper mal wieder richtig wohlzufühlen. Doch was machst du, wenn du auch so ein kompaktes Fahrzeug hast wie wir? Fährst vielleicht einen VW-Bus oder einen Land Cruiser oder einen Defender, dann ist ja nicht unbedingt Platz für eine Innendusche. Das heißt, es muss außen am Fahrzeug etwas her. Und dir möchte ich in diesem Video unser geniales Außenduschenkonzept präsentieren. Und wenn dich das interessiert, dann bleib doch einfach dran. Als erstes baue ich dir jetzt mal hier dieses Duschzelt auf, damit du siehst, wie einfach das geht. Dann zeige ich dir alle Features, die dieses Duschzelt bietet. Das hat nämlich echt ein paar richtig geniale Features. Schließ dann die Außendusche an und zeige dir noch ein paar Gadgets, die uns das Duschen am Bus noch angenehmer gestalten. So, ich klappe jetzt erstmal hier meinen kleinen Tritt auf und dann komme ich hier oben auch sehr gut an die Reißverschlüsse ran. Die ziehe ich dann hier einfach so auf. So, klappt das hier ein bisschen nach oben und hier oben kommt schon die Dachhaube raus, die ich dann oben auf das Duschzelt drauf machen werde. Die stelle ich mir jetzt aber erstmal hier hin. Hier oben habe ich jetzt noch so ein paar Riemchen, die löse ich jetzt hier alle der Reihe nach. So, noch ein zweiter und dann fällt schon mal das Duschzelt hier nach unten ab. So. Jetzt sind hier oben noch so ein paar Rahmen und Bügel. Da mache ich auch den Klettverschluss hier ab. So, und dann kann ich nämlich das schon hier ausklappen. So, dann klappe ich mir das hier rum, bis das einrastet. Hier oben in diesen Führungsschienen, ja, und in den Scharnieren klappt das hier auf. Und schon steht das Duschzelt. Das kann ich mir jetzt hier oben noch an den Riemen einstellen. Dann ziehe ich das hier ein bisschen hoch. So, und da auch noch. Und dann steht das unten schon gerade. So, jetzt gibt es ja hier noch diese Dachhaube. Die mache ich auch einfach auf. Jetzt gehe ich mal in das Duschzelt rein. Es geht ganz einfach über so einen Reißverschluss hier. So. Da bin ich wieder und kann dann die Haube da oben drauf machen. Da ist auf der einen Seite ist da auch ein Klettverschluss. Mit dem mache ich das jetzt da oben drauf. Da ist auch das Gegenstück von dem Klett. So. Mach das hier oben drüber. Und schon sitzt die Haube da richtig gut drauf. Jetzt sind hier noch so Riemen. Da kann ich auch die Dachhaube hier noch richtig festspannen, dass die bei Wind nicht wegfliegt. Das habe ich im Prinzip an allen Seiten. Hier drüben auch noch. Ziehe das wieder hier fest. Und hinten gibt es den ganzen Spaß natürlich auch. So, prima. Auf der anderen Seite hier noch. So, na, wo ist es denn hin? Hier hinten. Gut. Und jetzt bin ich im Prinzip schon fertig zum Duschen. Zumindest was das Duschzelt betrifft. Ich habe jetzt mal die Kamera in die Hand genommen und zeige euch jetzt einfach mal noch so ein paar Features von dem Duschzelt. Hier unten seht ihr noch so ein paar Schlaufen. Da kann ich noch Heringe reinmachen. Die sind auch im Lieferumfang mit dabei. Die gibt es an allen Ecken, auch hier hinten. Seht ihr das? Genau, da. Und hier und natürlich auch hier hinten in der Ecke. Über den Reißverschluss komme ich dann quasi da rein. Oh, geht das mit einer Hand? Oh, geht mit einer Hand, ganz gut. So, und so sieht das Duschzelt jetzt von innen aus. Hier oben im Duschzelt gibt es dann noch Fächer und kann auch meine Klamotten da aufhängen. Und was auch richtig cool ist, hier gibt es eine LED-Innenbeleuchtung. Und da schließe ich einfach per USB so eine Powerbank an und dann leuchtet das hier. Da kann ich dann im Prinzip die Powerbank auch einfach hier reintun mit, ne? Und habe dann hier drin dann auch am Abend Licht. Hier oben seht ihr noch diese Klappscharniere. Ja, mit denen kann ich das dann einklappen
wenn ich das Zelt nicht mehr brauche, gibt es links und rechts. Hier seht ihr meinen Außenduschenanschluss mit Warmwasser- und Kaltwasserregelung und Pumpe an und aus. Hier habe ich, sage ich mal, meine Tasche, da ist alles zum Duschen drin. Hier ist auch noch die Tasche von Wikiwood, da sind zum Beispiel auch die Heringe mit da drin. Die sind im Lieferumfang mit dabei. Und hier ist mein Duschkopf mit dem Duschschlauch. Und den schließe ich jetzt einfach hier ins Bionet an. So, und dann ist im Prinzip die Dusche auch schon ready. Genau. Hier habe ich auch noch eine Saugnapfhalter für die Dusche. Und den mache ich jetzt mal in die Dusche dran und dann könnt ihr das euch noch ein bisschen besser vorstellen. Den Saugnapf, den setze ich hier oben zum Beispiel einfach an, drehe das Teil darunter und schon ist das Teil da richtig bombenfest. Schlauch und stecke oben die Brause da rein und die sitzt dann im Prinzip bombenfest und dann kann ich auch schon duschen. Jetzt stehe ich natürlich hier noch auf dem dreckigen Boden drauf und bekomme natürlich dann wieder dreckige Füße. Und dazu habe ich bei IKEA ein cooles Gadget gefunden und das zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir uns da von IKEA den Klickboden Altappen, nennt er sich, glaube ich, gekauft. Den haben wir im Prinzip erstmal nur gehabt, um vor dem Bus was auslegen zu können, weil wir wollten keinen Teppich hinlegen, sondern diese Klickteile da, die nehmen weniger Platz im Fahrzeug weg. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass man das doch natürlich auch in der Dusche auslegen könnte. Und das machen wir jetzt mal. Ihr nehmt dann einfach so zwei Teile und könnt ihr hier, also ihr seht es vielleicht hier, gibt es so diese Ösen und hier unten gibt es die anderen Elemente, wo das einklickt. Die steckt man dann einfach zusammen. So, habt ihr gehört? Klick, klick. So, und dann ist das fest. Mache ich mir ein Quadrat raus und lege das dann in die Dusche rein. Ja, und so sieht das dann aus, wenn die Matte auf dem Boden liegt. Und ich stelle mir jetzt einfach mit Turnschuhen drauf. Und ihr seht es ja, denke, das ist veranschaulicht genug. Kann dann hier prima drauf stehen, ja, ohne dass meine Füße dann dreckig werden, wenn ich hier mit meinem Wasser hantiere. Mit so einem Duschzelt kannst du dir ganz schnell ein Badezimmer außen an deinem Fahrzeug zaubern und mit den Gadgets wie unten dem Bodenbelag oder, sage ich mal, unseren Saugnapfhalter, der die Brause oben hält, kannst du dir wirklich das Duscherlebnis noch mal ein bisschen schicker gestalten. Ihr seht jetzt, hier geht ein bisschen Wind, das Duschzelt fliegt rum. Dafür sind diese Heringe da. Ich denke mal, ihr wisst, wie Heringe funktionieren. Die mache ich euch jetzt nicht extra da unten rein. Aber zum Beispiel dieses Zelt, dieses Duschzelt kann man natürlich auch für andere Sachen verwenden, wie zum Beispiel als Umkleideraum oder wir haben zum Beispiel auch, wenn wir auf Campingplätzen sind, auch unsere Boxio-Toilette da zum Beispiel mit drin und haben da im Prinzip auch eine schöne abgetrennte Toilette draußen an der frischen Luft und können da im Prinzip ja so heimlich unser Geschäft verrichten. Ich hoffe, ich konnte dir veranschaulichen, wie genial so ein Duschzelt ist. Ich würde es jederzeit wieder kaufen bei so einem kompakten Fahrzeug, wie wir eins haben. Ich finde es total genial, dieses Modell, gerade das von Wikiwood mit der Innenbeleuchtung da oben drin und mit den Taschen da für die Utensilien und Duschsachen etc. Und natürlich auch, wie wir es ein bisschen optimiert haben mit dem Saugnapfhalter und unten mit der IKEA-Klickplatte. Ja, würde ich jederzeit wieder so machen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einfach einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, kommentier doch unten mal. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Dein Chris, bis bald.